Hi, heute nehme ich dich mal wieder mit auf eine Street-Fotografie-Runde durch München. Als Objektiv werde ich dafür hauptsächlich meinen 85mm 1.8 Objektiv mitnehmen. Wir haben heute richtig schönes, klares Wetter und deshalb bin ich gespannt, was wir zum Sonnenuntergang alles aufnehmen können. Und wir sind heute an verschiedenen Stellen in München unterwegs. Angefangen habe ich am Friedensengel. Hauptsächlich, weil ich jetzt hier noch nicht so oft war und einfach schauen wollte, was man hier so für Fotos aufnehmen kann. Die ersten paar sind jetzt alle nur so semi-spannend gewesen, aber ich meine, man muss ja auch mal so ein bisschen ins Fotografieren reinkommen, finde ich, immer diese Aufwärmphase am Anfang. Von daher bin ich dann hier in der Straße zum Friedensengel dann selbst hingelaufen, habe einfach ein paar verschiedene Motive mir irgendwie gesucht, ein paar Radfahrer, Motorradfahrer, einfach die Architektur, die dann in der Nähe war. Und als ich dann ein bisschen näher an den Friedensengel rangekommen bin, habe ich eine relativ spannende Architektur da gesehen, wo sich diese Treppe irgendwie so da hochwindet. Das fand ich, sah irgendwie ganz spannend aus. Ich brauchte nur noch irgendein Motiv oder einen Charakter, weil das alleine isoliert ohne irgendwie eine menschliche Komponente zu langweilig aussah, fand ich. Dann habe ich erst eine ganze Weile auf der rechten Seite gewartet, da kam Ewigkeiten niemand. Dann habe ich gesehen, dass auf der linken Seite jemand die Treppe nutzt und bin dann da schnell rübergelaufen. Ich war aber auch zu langsam und der Winkel war nicht so ideal, das Licht war dann ein bisschen anders. Also es war jetzt nicht die Aufnahme, die ich wollte, deshalb bin ich einfach wieder auf die andere Seite gegangen und habe einfach weiter gewartet, bis dann da irgendwann mal jemand kam. Und dann hatte ich irgendwann tatsächlich auch Glück und es kamen ein paar Leute vorbei. Ich habe dann hier bei der Frau zum Beispiel noch einen anderen Winkel gefunden, den ich auch noch als schönes Motiv fand, der hat aber mit ihr nicht wirklich funktioniert. Hab dann angefangen hier zu fotografieren. Sie ist leider die Treppe ein bisschen zu weit hinten hochgelaufen, deshalb hat man da nicht wirklich irgendwie dieses menschliche Element gesehen in dem Bild. Deshalb habe ich einfach noch ein bisschen länger gewartet, dass irgendwie noch ein paar andere Leute vorbeikommen. Und gerade so mit diesem älteren Mann, das ist jetzt hier auch das Bild, das ich meinte, wo ich gesagt habe, ich habe noch so einen anderen Winkel gefunden, den ich ganz spannend fand. Und dann auch, wie er die Treppe hochläuft, das waren dann ungefähr die Aufnahmen, die ich mir eigentlich auch vorgestellt hatte und die ich irgendwie ganz cool fand. Ich habe erst Ewigkeiten gewartet, dass überhaupt mal jemand kam. Dann kamen relativ viele Leute hintereinander. Deshalb habe ich einfach noch ein paar mehr Fotos gemacht. Aber die Aufnahmen mit dem älteren Mann gefallen mir, glaube ich, mit am besten. Dann bin ich eine ganze Weile durch die Straße gelaufen, ohne dass wirklich irgendwas Spannendes passiert ist. Aber ich habe mich dann hier irgendwann dazu entschieden, Mitzieher aufzunehmen, weil ich das mit der Architektur im Hintergrund, das war irgendwie alles schön symmetrisch, das sah ganz cool aus. Habe erst gedacht, aus der Hocke ist das irgendwie ganz schön, wenn man dann den tieferen Winkel zur Straße hat und das alles nochmal ein bisschen dynamischer aussieht. Aber ich war ein bisschen zu nah dran. Deshalb bin ich dann mal aufgestanden, habe ein bisschen mehr Abstand genommen. Und dann habe ich immer ein Auto, ein Fahrrad, ein Motorrad als Motiv mir herausgesucht und habe einfach meine Kamera drauf gerichtet und habe einfach dann versucht, Mitzieher aufzunehmen. Das habe ich bestimmt 20, 30 Mal hier probiert. Du siehst jetzt hier nur meine zwei besten Versuche. Deshalb, wie gesagt, du musst einfach sehr, sehr häufig irgendwie Mitzieher probieren, bis du irgendwann mal ein scharfes, gutes Bild hast. Und selbst in den Versuchen, wo du gute Bilder dabei hast, ist die Hälfte der Zeit auch immer noch alles verwackelt. Also es liegt einfach in der Natur der Sache, aber wie gesagt, Mitzieher ist trotzdem irgendwie eine Aufnahme, die ich ziemlich cool finde. So, und als nächstes gehen wir zur Eisbachwelle und falls du das nicht kennst, das ist ein Ort in München, wo du einfach im Englischen Garten surfen gehen kannst, wenn du ein Surfbrett hast und quasi die Ausrüstung dafür. Da ist vor allen Dingen im Sommer immer Betrieb, aber auch im Winter, wenn es irgendwie richtig kalt ist, gibt es da immer noch Leute, die surfen gehen. Und du siehst, da sind ja relativ viele Zuschauer auch, das heißt, das ist ein relativ bekannter Spot in München, aber für Fotos ziemlich cool. Ich habe erst von oben fotografiert, habe dann gedacht, ich will irgendwie ein bisschen seitlich, dass ich das alles ein bisschen isolierter aufnehmen kann. Ich habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass der seitliche Winkel nur so semi-gut ist und es von oben irgendwie ein bisschen besser war. Habe da halt versucht, dann immer ein paar Vordergrundelemente einzubauen, also irgendwie so ein bisschen die Blätter, die Bäume, die Mauer irgendwie so ein bisschen. Dass du halt einfach so ein bisschen Tiefe versuchst, in dem Bild zu generieren und es nicht einfach nur der Surfer ist, der da auf dem Wasser steht. Und wie gesagt, hier kannst du auch theoretisch Stunden zubringen, einfach nur die Surfer zu fotografieren. Ich habe hier dann nur ein paar Minuten gestanden und wollte dann auch irgendwann noch weiter, weil ich noch den Sonnenuntergang weiter fotografieren wollte. Und als nächstes sind wir dann zur Hackerbrücke gegangen. Und hier habe ich ja unter meine Top 5 Instagram-Spots in München gepackt. Und wenn du einfach mal jetzt ein bisschen nebenbei darauf achtest, wie viele Fotografen du hier siehst, also keine Ahnung, ich habe an dem Abend geschätzt wahrscheinlich 20 verschiedene Leute mit einer Kamera da getroffen. Also wie gesagt, da sind echt viele, viele Fotografen unterwegs. Und gerade im Sommer hast du da halt auch sehr viele Münchner, wie gesagt, sitzen, die da den Abend und den Sonnenuntergang genießen. Und das lässt sich halt sehr schön als Silhouette fotografieren. Das habe ich hier dann auch eine ganze Weile probiert, weil hier die Sonne noch so schön neben dem Gebäude rausgeguckt hat und einfach versucht, irgendwie diese
Sonne als Sonnenstern einzubinden. Ich habe nicht wirklich einen Sonnenstern bekommen. Aber immerhin, die Leute selbst kann man schön als Silhouette darstellen. Das habe ich jetzt hier auch einfach an mehreren Stellen versucht, da wo die Silhouette halt einfach irgendwie eine schöne Geschichte irgendwie erzählt hat. Also zum Beispiel halt diese Freundesgruppe, die da sitzt und den Abend genießt, oder die zwei Mädels, die dann einen schönen Abend zu zweit haben. Habe das Ganze dann auch irgendwie mit den Autofahrern probiert, die irgendwie als Silhouette darzustellen. Das hat aber nicht so wirklich gut funktioniert, wahrscheinlich weil das zu niedrig war und im Hintergrund halt dann Mauer bzw. halt Barriere war und man halt da nicht so eine schöne Silhouette hinbekommen hat, wie die Leute, die halt oben auf dem Gerüst sitzen. Hier wollte ich jetzt einfach nochmal die Tiefe dieser Leute aufnehmen, also dass es nicht nur einfach vereinzelte Personen sind, sondern dass die einfach wirklich Reihe an Reihe an Reihe sitzen und es einfach richtig schön in die Länge nach hinten rausgeht. Wenn du das nur von der Seite machst, war das halt irgendwie ein bisschen flach, deshalb bin ich einfach ein bisschen mehr auf die Straße gegangen und habe es dann nochmal von der anderen Seite probiert. Das sind jetzt nicht die herausragenden Aufnahmen, aber es ist halt einfach sehr klassisch und sehr münchentypisch und ist halt auf jeden Fall eine schöne Aufnahme, die man machen kann. Was auch gut geht, viele Leute lassen da irgendwie ihre Füße runterhängen, also irgendwie so Nahaufnahmen von Schuhen und so weiter, keine Ahnung. Ich finde sowas sieht cool aus, auch wenn es jetzt nicht so viel Aussagekraft hat, aber manchmal macht man auch einfach Fotos, weil sie irgendwie cool aussehen. Hingegen irgendwie hier habe ich nochmal mit einer Silhouette irgendwie was probiert, das fand ich nochmal ein Stück cooler und war auch ein bisschen klassischer Street-Fotografie-Aufnahme. Von der Hackerbrücke selber aus gibt es dann nach hinten weg irgendeine Passage, ich weiß nicht genau, wie sie heißt. Aber die ist auf jeden Fall von der Architektur recht spannend. Und hier hat mich noch ein Mädel angesprochen, die davor schon mit ihrem iPhone irgendwie versucht hat, Fotos zu machen und gesagt hat, so hey, du siehst aus wie ein Fotograf, willst du irgendwie ein paar Bilder machen? Dann habe ich erst ein bisschen was mit ihrem Handy gemacht. Ja. Ist halt immer gut, damit die Leute schon mal selber was haben und dann noch gefragt, ob es okay ist, wenn ich mit meiner Kamera irgendwie ein paar Fotos mache. Und dabei sind jetzt ganz ungeplant ein paar richtig coole Porträts in meinen Augen entstanden. Perfekt. Guck mal kurz, ob es dir gefällt. Ja. Ach, wird schon, wenn nicht, kann ich es gut bearbeiten. Wollen wir nochmal mit meiner? Ja. Stell dich nochmal. Ja. Dieses Mittige, was wir hier hatten. So, du hattest vorhin so eine Pose, wo du irgendwie so dich so nach hinten gelehnt hast. Ja. Magst du das nochmal machen auf diesen? Perfekt. Machen wir ein Porträt von nah. Oh ja. Yeah. Sehr nice. Was ich eigentlich hier fotografieren wollte, war dieser Steg da oben, wo eine Person da irgendwie durchläuft. Da habe ich Ewigkeiten gewartet und es kam einfach absolut niemand. Ich bin einfach noch ein bisschen durch die Gegend gelaufen. Am Ende ist mir noch eingefallen, dass ich da ja eine Reflexion irgendwie eigentlich am Anfang aufnehmen wollte, habe mit der noch mal ein bisschen rumgespielt. Hier war halt der Vorteil, dass das Wasser so schön ruhig war und es dadurch eine sehr glatte Oberfläche war und man halt eine schöne Spiegelung dadurch reinbekommen hat. Und dann war es einfach nur eine Frage der Zeit, dass man die richtigen Motive irgendwie hatte, die da vorbeigelaufen sind. Wie gesagt, habe ich dann eine Weile da gewartet, habe noch ein paar Fotos gemacht. Waren jetzt nicht die herausragendsten Sachen, weil ich jetzt nie so eine Person mit einem richtig starken Look hatte, aber sind trotzdem ein paar schöne Aufnahmen. Und dann bin ich noch so ein bisschen dadurch gegengelaufen, habe noch ein bisschen mit dem Steg probiert. Da ist aber nie wirklich das passiert, was ich wollte und dann wurde es auch relativ schnell ziemlich dunkel. Deshalb habe ich es an der Stelle dann auch einfach beendet, habe zusammengepackt und bin nach Hause gegangen, aber da sollten trotzdem ein paar ganz schöne Aufnahmen dabei gewesen sein. Du kannst mir ja auch gerne mal in Kommentaren da lassen, welches Bild dir von der Fotorunde heute am besten gefallen hat. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn es dir besonders gut gefallen hat, abonniere den Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut.